Ja, hallo. Es freut uns wieder, dass ihr wieder bei uns dabei seid und wir sind dankbar dafür. Wir sind immer noch in Barcelona und was mir eigentlich sehr gut gefallen hat in Barcelona, war, dass ich hier meinen Geburtstag feiern konnte. Auch Siri ist wieder dabei. Entdeckt mit uns ein weiteres Weltkulturerbe in Barcelona. Die Palau de la Música Catalana. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir nehmen euch mit auf unsere Besichtigung und wir hoffen, dass ihr euch daran erfreut. Zum Anlass meines Geburtstages möchte ich in diesem Video einmal darauf eingehen, dass es immer noch Menschen gibt, auch nach der Corona-Zeit, die immer noch planen, was morgen oder nächstes Jahr oder sonst wann passieren wird. Nach meiner Erfahrung, und ich möchte nicht vorschreiben, wie man lebt, sondern nur meine Erfahrung euch berichten, kann man im Leben nicht planen. Man kann sich nur Ziele setzen und die verfolgen. Aber das Leben kommt anders, als man denkt. Das hat man ja auch gesehen nach der Corona-Zeit. Hört auf eure innere Stimme und lasst euch das Leben nicht vorschreiben. Mich erschreckt es, wenn ich höre oder sehe auf den YouTube-Kanälen, dass der Begriff Unzufriedenheit einer der meisten geklickten Beiträge hier bei YouTube ist. Ich bin immer meinen Weg gegangen und bin auch nach Tiefschlägen immer wieder aufgestanden und bin weitergegangen. Und darauf bin ich stolz. Denn das formt einen Menschen und macht ihn zufrieden und glücklich. Wenn ihr hier zum Beispiel seht, wie ein Architekt eine Oper baute 1905, die ganz anders aussieht als andere Opern, seht ihr, man kann alles schaffen im Leben, wenn man es nur angeht. Auch wenn andere Menschen dich belächeln oder sogar sagen, das schaffst du nie. Was mich auch besonders glücklich macht im Leben, sind Menschen, die positiv denken. Und deshalb auch mein Tipp, umgebt euch mit positiven und nicht toxischen Menschen. Lernt zu geben, anstatt immer nur zu nehmen. So schaffen wir es, unsere Welt zu erhalten und auch gemeinsam glücklich zu werden. Entschuldigt, wenn wir heute etwas philosophisch werden, aber es liegt mir heute auf dem Herzen. Was macht ihr, damit ihr glücklich lebt? Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dieses Gebäude hat uns wirklich sehr beeindruckt. Genießt die Aufnahmen und am Schluss noch ein kleiner Nachtrag. Schaut euch das bitte bis zu Ende an. Thank you.
hatten das Glück, Albert und Anne in Barcelona zu sehen und ich war positiv überrascht, dass es noch Menschen gibt, die alles geben, um andere glücklich zu machen und sich dadurch auch selbst glücklich und dadurch auch selbst glücklich werden. Danke fürs Zusehen und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich habe diesen Tag wirklich sehr genossen und bin auch dankbar dafür. สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง Happy Gift Gracias Danke schön